Bro, das Schminkvideo, ich will mich nicht schminken lassen. Was geht ab, ihr Stinkenschinker? Heute schauen wir uns aber nichtsdestotrotz die 10 gefährlichsten Bäume der Welt an. Da bin ich jetzt mal gespannt, ob die mit Messer und Knarre uns abstechen wollen oder was da auf uns zukommt. Wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben. Da schaffen wir auf diesem Video ganz knackige, leckere 432 Likes. Hey, willkommen zu einem neuen Video. Hallo. Bäume sind sehr wichtig für die Menschheit. Ja. Das liegt daran, dass sie Sauerstoff produzieren, der uns das Atmen ermöglicht. Aber wir benutzen sie auch für andere Dinge, zum Beispiel um Papier oder Brennholz herzustellen. An manchen Bäumen wachsen auch Früchte. Bruder, können wir auch Bäume benutzen, um diesen verdrehten Fokus von meiner Kamera... Außerdem können auch Tiere von ihnen profitieren. Aber wusstest du, dass einige Bäume ziemlich gefährlich sein können? Heute stellen wir euch 10 davon vor. Okay. Du bist neu auf diesem Kanal? Dann vergiss nicht, uns zu abonnieren und aktiviere die Benachrichtigungsglocke. Bevor wir anfangen, gib einen Daumen hoch. Machen, auf geht's. Bevor wir mit dem Video beginnen, abonniere bitte auch unseren neuen Kanal. Hier laden wir jede Woche 3 Videos zu allen möglichen spannenden Themen hoch. Gib faszinierend in die YouTube-Suchleiste ein oder klicke einfach auf den Link in der Beschreibung, um zum Kanal zu gelangen. Wir sehen uns dort. Abchecken. So, Nummer 10. Platz 10, ich bin gespannt, Bro. Die Queensland Araucaria ist ein Baum mit großen Zapfen, die mit Kokosnüssen verglichen werden können. Dieser Baum ist vor allem aus einem Grund gefährlich. Wenn man zufällig unter den Baum läuft, kann einem einer dieser Zapfen auf den Kopf fallen. Der Baum kann ziemlich hoch werden und diese Zapfen, die manchmal bis zu 10 Kilogramm wiegen, können ohne Vorwarnung aus einer Höhe von 50 Metern herunterfallen. Bro. Die höchste bekannte Queensland Araucaria steht im Bunya Mountains National Park im Südosten von Queensland, Australien. Okay. Sie ist 1,5 Meter hoch, Digga, und ihre Zapfen sind... Ui, was für Oschis der hat, ui, oh Mann, schick mal ein Bild mit deinen 2 dicken Dingern, du. Ich weiß nicht. Sie können aber noch größer werden. Auch vor seinen spitzen Blättern muss man sich in Acht nehmen. Krank. Trotz seiner Gefährlichkeit enthalten die Zapfen Samen, die süß und lecker sind. Lol, Bro. Nummer 9. Der Milchmangrovenbaum ist im Allgemeinen in den tropischen Mangrovenwäldern Indiens und Bangladeschs zu finden. Okay. Er ist unter vielen Namen bekannt, wie zum Beispiel der blendende Baum und der Flussgiftbaum. Schon wenn man den Namen hört, weiß man, dass dieser Baum gefährlich sein muss. Dieser Baum hat einen milchigen Milchsaft, der ein starkes Gift enthält. No Wenn sexual? Er auf die Haut gerät, verursacht er Reizungen. Außerdem bilden sich schnell Blasen. Aber man muss besonders aufpassen, dass man ihn nicht in die Augen bekommt, denn er kann einen vorübergehend erblinden lassen. Bro. Vor langer Zeit schickte der berühmte britische Entdecker James Cook seine Mannschaft auf eine seiner Reisen an Land, um Holz zu sammeln. Okay. Mehrere seiner Männer kehrten blind zurück, nachdem sie auf den Baum gestoßen waren. Bruder! Sie beschlossen, die Bäume zu verbrennen, aber auch das war keine kluge Entscheidung. Denn selbst der Rauch wäre giftig und schädlich für die Augen. Digga, das ist so gestört, Nummer ne? 8. Wenn du überlegst, was Mutter Natur kann... Dies ist ein weiterer Baum, dem Bro. Man auf keinen Fall zu nahe kommen sollte. Wie du sehen kannst, ist der Sandbüchsenbaum ein Baum, den kein Tier leicht erklimmen kann. Digga. Das liegt daran, dass er eine stachelige Rinde hat. Man findet diese Bäume vor allem in Tansania. Eine weitere Besonderheit des Baumes ist, dass er bei der Reifung seiner Früchte ein explosives Geräusch von sich gibt, Bro. Das an Dynamit erinnert. Aber das Gefährlichste ist, dass die Früchte Samen enthalten, die mit einer Geschwindigkeit von 70 Metern Bro. Pro Sekunde bis zu 100 Meter weit geschleudert werden können. Das ist so gestört, Mann. Aber das ist noch nicht alles. Bruder, wie? Er produziert auch einen starken und giftigen Milchsaft, der von den Einheimischen verwendet wird, um ihre Pfeile zu vergiften. Bro, jetzt mal ganz kurz, Alter. Manche Sachen in der Natur sind doch nur dafür gemacht, um Menschen zu töten. Oder guck mal, da sind Stacheln dran. Also Menschen und Tiere so, da sind Stacheln dran. Wenn du den Stachel berührst, stirbst du. Wenn du dieses Gift da trinkst, stirbst du. Wenn du so eine Kastanie auf deinen Kopf fällt, stirbst du. Egal, was du machst und im Baum, du stirbst, Bro. Und damit Fische zu fangen. Das ist so gestört, Digga. Nummer 7. Der folgende Baum mag aussehen, als sei er vom Aussterben bedroht. Bruder, aber das sieht das so hässlich aus. Der namibische Flaschenbaum ist quicklebendig und kommt im Allgemeinen in der namibischen Wüste und in einigen Teilen Angolas vor. Seinen Namen hat der Baum von der Form seines Stammes, der einer Flasche ähnelt. Er kommt vor allem in der Wüste vor, wo es nicht oft regnet und er sich daher an die Umgebung anpassen muss. Okay. Aufgrund seines flaschenförmigen Stammes kann er auch gut als Wasserspeicher dienen. Allerdings okay. produziert die Pflanze einen giftigen Stickstoff, das Alkaloid, das die Einheimischen bei der Jagd verwenden. Mhm. Auch bei diesem Baum muss man also aufpassen, dass er nicht zur Erblindung führt. Bro. Auf jeden Fall wird man diesem Baum nicht so schnell begegnen, da er hauptsächlich in Wüsten vorkommt. Gestört, Digga. Gestört. Nummer der sah 6. aus wie ein Mehlsack, der Baum. Blutholzbäume sind eine Gruppe von Bäumen, die roten Saft produzieren, der wie Blut aussieht. Er sieht Was? Gefährlich aus. Oh mein Bro, okay, warte mal, chill mal, Bruder.
FSK 18 oder was? Alter, was für Baum produziert Blut? Hä? Es gibt Bäume, die bluten können? What? Wird von den Einheimischen als wichtiger Bestandteil ihrer traditionellen Medizin angesehen. Die Corymbia opaca ist die bekannteste dieser Baumarten und kommt nur im Norden Australiens vor. Sonst nirgendwo. Die Einheimischen glauben auch, dass er magisch ist, weil es sich nach einem Schnitt in den Baum selbst teilt. Auf dem folgenden Foto können wir sehen, wie der Baumstamm aussieht, wenn er in zwei Hälften geschnitten wird. What? Es gibt jedoch noch einen weiteren ähnlichen Baum, den Drachenblutbaum, der auf Socotra im Jemen heimisch ist. Digga. Auch dieser Baum produziert einen roten Saft, der von den Einheimischen sehr geschätzt wird und für medizinische Zwecke verwendet werden kann. Wow, wie gestört. Wie gestört, Junge. Habt ihr schon einmal von der Chemikalie Strychnin gehört? Ey Leute, mal ganz kurze Frage. Sagt ihr Chemikalie? Oder sagt ihr Chemikalie? Schreibt mal in die Kommentare. Bro, ich bin so aufgewachsen mit Chemie, Chemikalie. Aber ich kenne so viele Leute, die Chemie sagen. Bro, ich weiß bis heute nicht, was jetzt richtig ist. Was sagt ihr? Es ist ein sehr starkes Gift, das ernste gesundheitliche Folgen haben kann. Dieses Gift kommt in der Natur nur im Strychninbaum vor, der auch als gewöhnliche Brechnuss bekannt ist. Dieser Baum ist hauptsächlich in Indien und anderen Teilen Südostasiens zu finden. Die tödliche Chemikalie ist fast überall im Baum enthalten, von der Rinde bis zu den Samen. Früher glaubte man, dass sie als Heilmittel gegen Krebs, Herzkrankheiten und andere Gesundheitsprobleme eingesetzt werden könnte. Krank. Doch dies wurde nie offiziell bewiesen. Nach Angaben von Forschern, die die Auswirkungen von Strychnin an Zebrafischen untersuchten, können hohe Konzentrationen von Strychnin zum Herzstillstand führen. Außerdem kann es zu schwerwiegenden Problemen mit den Zellen in den Nieren und der Leber kommen, die zum Tod führen können. Ihr versteht also, dass es besser ist, sich von diesem sehr gefährlichen Baum besser fernzuhalten. Wow. Nummer 4. Bruder, Natur ist manchmal so scary. Der Tambodi-Baum, auch bekannt als Spirostachys africana, ist ein Laubbaum, der in einigen Teilen des südlichen Afrikas vorkommt. Obwohl sein rötlich-braunes Holz von Möbelherstellern als hochwertig angesehen wird, ist es nicht so einfach, mit dem Baum in Kontakt zu kommen. Cool. Zunächst einmal enthält er ein Gift. Ist der schüchtern oder warum? Kann man den Baum nicht ansprechen? Hallo, wo kommst du her? Bisschen Kaffee trinken, geh ja mit mir zusammen, Baum. Nein, okay, dann nicht. Gegen Milchsaft, der häufig als Fischgift verwendet wird. Manche Camper könnten versucht sein, das Holz des Baumes für ihr Lagerfeuer zu verwenden. Mhm. Aber das wäre keine gute Idee, denn der Rauch des Holzes könnte alles verpesten. Holzfäller und Förster müssen sogar besonders vorsichtig sein, denn die Sägespäne können auch Übelkeit, Kopfschmerzen und sogar Augen- und Hautreizungen verursachen. Sägespäne? Interessant ist, dass der Saft nur für Menschen giftig ist, nicht aber für andere Tiere. Was? Nummer 3. Es gibt das nur für Menschen giftig, yo! Im Jahr 2010 ging ein Video viral, Rassismus. In dem wir Würmer sehen, die im Inneren eines Baums sitzen und schleimig und unheimlich aussehen. Es stellte sich heraus, dass es sich um Schiffsbohrwürmer handelte und nicht um irgendwelche Würmer. Diese Würmer können riesig werden, obwohl sie als Schiffsbohrwürmer bezeichnet werden, sind sie eigentlich zweischalige Mollusken. Diese Tiere lieben Holz und es heißt, dass sie sogar ganze Schiffe fressen können, daher der Name Schiffsbohrwurm. Am liebsten bohren sie sich in Holz, das in Meerwasser getränkt ist. Bestimmte Arten von Schiffsbohrwürmern können giftig sein und beißen in große Mengen. In einigen Teilen der Welt gelten sie jedoch auch als Delikatesse. Würdest du jemals... was bei ihm los, Bruder, was bei ihm los? Yo, Digga, geht's ihm nicht gut, Mann? Bringt ihn mal verdammt nur meinen Krankenwagen, Mann. Junge. Diesen Wurm zu essen? Nummer 2. Der hat das gegessen. Wenn ihr Brennnesseln bereits als sehr lästig empfindet, möchtet ihr euch sicher nicht mit der Maori oder der Urtica ferox in Berührung kommen. Alter! Dabei handelt es sich um eine Brennnesselart mit erschreckend großen Stacheln, die auf 3 Meter hohen Bäumen in Neuseeland wächst. Was? Diese Stacheln stechen nicht nur, sondern sollen auch Gift abgeben, wenn man seine Haut an ihnen reibt. Bruder. Und nach Aussagen derjenigen, die es erlebt haben, ist es so schmerzhaft, dass es mehrere Tage anhält. Bruder. Das in den Stacheln enthaltene Gift besteht aus 3 chemischen Stoffen namens Tryphidin, die das Nervensystem beeinträchtigen können. Ein Stich der Urtica ferox kann daher Juckreiz, einen Ausschlag oder sogar eine Infektion hervorrufen. Krank. Wenn man mehrmals gestochen wird, entsteht eine hohe Giftkonzentration, die noch schlimmere Symptome wie Blutdruckabfall, Krampfanfälle oder sogar Lähmungen hervorruft. Deshalb solltest du dich von diesen Brennnesseln besser fernhalten. Bruder, Platz 1 Nummer jetzt. 1. Was soll bitte jetzt noch Schlimmeres kommen? Ganz oben auf der Liste steht die Kerbera odolam, besser bekannt als der Selbstmordbaum. Selbstmordbaum? Dieser Baum ist in Indien und einigen Teilen Südasiens heimisch.
Das Gefährliche an diesem Baum sind seine Früchte, die ein starkes Gift produzieren. Das Gift befindet sich angeblich in den Samen und enthält das Toxin Cerberin, ein Herzglykosid. Herzglykoside sind Medikamente, die hauptsächlich zur Behandlung von Herzversagen und Herzrhythmusstörungen eingesetzt werden. Okay. Wenn sie von jemandem mit einem normalen Herzen eingenommen werden, kann der Herzschlag stark gestört werden oder das Herz kann sogar aufhören zu schlagen. Krank. Der Baum ist so berüchtigt, dass zwischen 1989 und 1999 in Kerala, Indien, 500 Fälle von Menschen registriert wurden, Boah. Die starben, weil sie diese Samen absichtlich eingenommen hatten. Oh. Ist euch schon einmal ein... Bro, das ist so ein Baum, wo die Leute hingehen, wenn die nicht mehr leben wollen, dann essen die das krank, Alter. Boah, krank. Ladies and Gentlemen, das waren die gefährlichsten Bäume der Welt. Wenn du den Baum siehst, lauf, wenn es dich gefallen hat, lass einen Daumen nach oben, da abonniert den Kanal kostenlos, falls ihr neu seid. Danke fürs Zuschauen. Jetzt, yalla, schalt ab, schlafen, es geht Zeit. Tschüss.